Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Pidgey Only. Letztes Mal haben wir uns ja das Hilfsgrupp geholt, damit uns die Geister nichts mehr anhaben können im Lavagna-Turm von Lavagna, Lavagna-Turm, Geisterturm, whatever. Und da werden wir auch gleich hingehen. Aber erstmal gehen wir kurz gen Westen. Und ich glaube, hier war das. Und holen uns nämlich noch was Wichtiges vorher. Was ist hier? Ah, stimmt. Ja, das sieht gut aus. Hallo. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähle niemand davon. Du bekommst auf etwas von mir. Kito in Form 2. Sehr schön. Fliegen, ja, bitte. Schaupsi. Ja. So, was nehmen wir denn jetzt? Risikotech und Flügelschlag bleibt. Windstoß und Ruckzuck-Hieb. Ich würde sagen, Windstoß geht weg. Weil wir im Ruckzuck-Hieb eine Schnellattacke haben, Flügelschlag, eine Flugattacke, Risikotech ist starke Dings, normale Attacke. Da brauchen wir Windstoß nicht. Und können fliegen. Yay, fliegen. Fliegen. Sehr schön. Okay, dann wollen wir gleich mal gucken. Wir gucken mal. Ich Robby. Ich möchte mal in Taubsi-Status reinsehen. Fliegen hat 15 AP. Risikotech hat auch 15 AP. Wir erhöhen die AP für Fliegen. Weil Risikotech kann ich sowieso nicht so viel einsetzen, dann bin ich irgendwann tot. Jetzt haben wir nämlich... Ja, fliegen möchte ich gerade nicht. 18. Immerhin. Immerhin 18. Und wir probieren es natürlich auch gleich mal aus. Und wir gehen nach Lavagna. Ach, ist das nicht herrlich, mit unserem Taubsi davon zu fliegen. Denn jetzt sind wir gut gewappnet gegen die Geister-Pokémon. Mit Zielscope und Fliegen sollten die uns nicht mehr so viel anhaben. Ich heile mal noch mal, auch wenn die eigentlich geheilt sein müssten. Und dann legen wir mal ein bisschen was ab. Damit ich nicht wieder irgendwann voll bin. So, möchte ablegen. Möchte ich VM1. Eigentlich alle VMs. Die brauche ich ja erstmal nicht. Die habe ich ja alle beigebracht. Schutz Nuggets verkaufe ich gleich am besten. Liftöffner brauche ich nicht mehr. Und Form 2. Fliegen haben wir jetzt auch beigebracht. So, das wär's. Das Hilfsgruppe müssen wir natürlich beihaben, sonst bringt uns das nichts. So, war ja eigentlich noch ein Markt. Ja, Markt. Mürgte, wie sie eigentlich heißen in Pokémon. Nicht. Obwohl, Kauf. Nehmen wir mal ein paar Gegengifte mit. Nicht, dass wir das selber haben wie letztes Mal. Und dann verkaufen wir jetzt unsere Nuggets. Nuggets verkaufen. Oh, ich habe zwei. Nuggets verkaufen. So, sehr schön. Verlassen wir jetzt den Mirkt, wie es hier so schön steht. Mirkt. Und gehen in den Turm. Turm, Turm, Turm. Turm, Turm. Ach, die Musik ist toll. So, Borki haben wir das letzte Mal schon besiegt. Deswegen gehen wir straight nach oben und gucken, was uns da so Tolles erwartet. Kämpfe. Buhuhuhu. Exorzistin setzt Nebulak ein. Und wir können es sehen. Yay. Super. Ja, mal gucken, ob ein Flügelschlag reicht. Müsste. Sehr schön. Ach ja, Geister-Pokémon sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Bäm. Ja.
Nibulak. So, ich bin dafür, wir setzen einfach mal einen Superschutz ein. Denn wir brauchen keine Pokémon. Die brauchen wir hier echt nicht. Ach Quatsch, nicht Flügelschlag. So, nicht Ruckzuck, meine ich. So, was haben wir hier? Elixier, das ist immer gut. So, gegen dich kämpfen wir hier schon. Wie, was, wo? Ja, ich habe dich besiegt. Kannst du mir ruhig glauben. Aufwecker, auch sehr schön. Auch wenn wir Aufwecker bald nicht mehr brauchen. KP Plus, aha. Bringt mir auch nicht mehr so viel. Nibulak. Ach, setz mal Fliegen ein. Einfach nur so, weil wir es können. Bam! Und weg. Ach, ich liebe es, overpowered zu sein. Ah, der Scheiß. War das mit dem Wegteleportieren oder mit dem Heilen? Ich glaube, nee, Quatsch, da wurde ich, glaube ich, geheilt, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Sieh mal, ich mal. Was sagst du? Ich war verhext, aha. Was mit dir? Komm her, mein Junge. Ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Hier kannst du dich ausruhen. Cool. Was? Zombies? Sehe ich aus wie ein Zombie? Hallo? Ich bin ein 10-jähriger Junge, der allein durch die Welt reist, aber bestimmt kein Zombie. Was? Naja, dann kommen wir die Ausrede, ich war verhext. Alles klar. Noch ein Nugget. Ach, die Nuggets. Nuggets verfolgen mich. Oh, Apollo. Apollo ist cool. Ich mag sowieso die Geister-Pokémon. Eigentlich sind sie cool. Nibulak, Apollo, Gengar. Gengar sowieso das Beste. Wo Apollo auch nicht so schlecht ist. Sitzt euch doch einfach an. Sieht doch so geil aus. Ah, mal ein bisschen zwischendurch immer ruhig die Kämpfe mitnehmen. Denn wir wollen ja unser Taubsi? Deutsch. Wir wollen unser Taubsi auch weiterhin labern. Wo bin ich? Du bist in einem Geisterturm. X-Treffer! Sehr gut. Brauche ich es mir nicht immer kaufen? Nibulak. Aber nicht, noch nicht einmal ein Gengar-Way. Oh, Level 51. Damn, da, 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 da. Entwicklung wurde abgebrochen. Sonnenbonbon, sehr schön. Level 52. Hey, Tops entwickelt sich. Entwickelt es sich nicht mehr. So, wo geht's denn? Da unten geht's rein. Verschwindet Eindringlinge. Geist taucht auf! Das Skillcode hat den Geist identifiziert. Blum, 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 blum. Was ist das? Ein wildes Gnogger? Level 3 Sieg. Fliegen wir einfach mal empor. Bam! In your face, Gnogger! Ja, fokussier mal deine Energie. Flügelschlag. Bautz. Was? Ja, Verteidigung sehend. Na, wurde besiegt. Topseld. AP. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragosso. Okay. Ihre Lele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Gut zu wissen. Ah, jetzt kommt noch Team Rocket. Ach, was wollen die Schlappschwänze denn hier? Ich werde die nie verteilen. Naja, hopp.
Bam. Ach, Fliegen ist toll. Fliegen ist super. Pokémon sind nur zum Geld verdienen gut. Halte dich heraus aus unseren Angelegenheiten. Noch einer. Er hätte auch nur Zubats dabei. Was soll das denn? Und ein Ratzfatz natürlich. Und ein Radikal. Risikotackle. Du wirst nicht ungestrafter kommen. Ja, laber nicht. Hau ab. Mr. Fuji. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Tragossos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Gnorga sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße des Turms. Okay. Hallo, Mr. Fuji. Keto. Du kannst deinen Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinen Abenteuern behilflich sein. Hey, Pokéflöte, ich kann Musik machen. Lustig. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokémon-Flöte hören. Ja, dann kannst du schlafende Pokémon wecken. Okay. Alles klar, Opa. Das ist gut zu wissen. Und wir machen uns mal auf in die nächste Stadt. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Wir sind da eh keine Pokémon. Die hatten wir alle besiegt. Ich bin dem verdorsten nahe. Was? Das Getränk ist für mich? Vielen Dank. Tja, deswegen haben wir die Limonaden nämlich gekauft. Entschuldigung, wenn du noch davon essen möchtest, darfst du passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. Jetzt können wir von allen Seiten nach Saffronia City. Ist das nicht toll? Denn in Saffronia City gibt's wieder mal eine Arena. Da steht zwar jetzt ein Rocket vor, aber das macht nichts. Hier gibt's auch noch eine kleine Arena nebendran. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir mal, warum hier überall komische Rockets hervorstehen. Könnte was mit diesem Riesengebäude zu tun haben. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Oder wir machen erstmal die zweite Arena in Saffronia City quasi. Das überlege ich mir noch. Aber, wir werden weitersehen. Mir bleibt nur noch zu sagen, bis dann, bye bye und ciao.